This Hungarian footage from 1944 fits in well with Europa Woche number 94. At the end of the newsreel, I've added more of this Hungarian clip, so stick around. It's worth it. I promise. Vor 250 Jahren erklang vom Turm der Prager Loretto-Kirche zum ersten Mal das berühmte Glockenspiel. Es ist eine Schöpfung von Peter Neumann, einem Mitglied der berühmten Prager Uhrmachergilde. Mädchen des Protektoratsgebietes bastelten für Kinder der im Reich arbeitenden tschechischen Arbeiter und für deutsche Soldatenkinder Tausende von Puppen. Minister Moravic bei der Besichtigung der fleißigen und originellen Arbeiten. Und das sind zwei lebendige Puppen in einem lustigen bayerischen Holzhackertanz. Ausgeführt von dem bekannten deutschen Tanzpaar Köster Stahl. Unablässig arbeitet der junge Staat Kroatien am Ausbau seiner Sozialfürsorge. In Agram wurde ein neuer Kindergarten zur Aufnahme von Kindern der arbeitenden Bevölkerung geschaffen. Thank you.
ist die Liebe der spanischen Jugend zur Fliegerei. In Madrid fand der erste Flugzeugmodellwettbewerb statt, an dem sich die Schüler von 21 Schulen beteiligten. Einige Modelle hielten sich 47 Minuten in der Luft und erreichten Höhen bis zu 700 Metern. Hitlerjugend bei der Reiterscheinprüfung. Den Lockerungsübungen vor und auf dem Pferde folgt das Reiten in der Bahn. Und jetzt über die Hürden. Der Reiterschein ist das Ergebnis der Prüfung. Zum letzten Male in diesem Jahr trafen die Leichtathleten des Protektoratsgebietes Böhmen und Mähren zu sportlichen Wettkämpfen zusammen. Im 5000 Meter Lauf siegte Vetterich mit 16 Minuten 13 Sekunden. Vom Tag des deutschen Eisenbahners. In einem Ausbesserungswerk würdigt Staatssekretär Ganzenmüller die Leistung der Eisenbahner, die unermüdlich ihre schweren und gefahrvollen Kriegspflichten erfüllen. Reichsminister Speer lässt seine Ansprache mit den Worten ausklingen: Die deutsche Kriegführung und mit ihr das ganze deutsche Volk wissen, dass in euren Händen mit die Voraussetzung zum Endsieg liegt. Eine Anzahl besonders verdienter Eisenbahner wird das vom Führer verliehene Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern übergeben. Entschlossenheit führt Ungarn den Kampf um seine Freiheit. Ungarische Aufklärer starten zur Erkundung sowjetischer Truppenansammlungen.
Material wird sofort ausgewertet und gibt die Richtlinien für wirksame Bekämpfung der feindlichen Nachschubwege. Here's more of that Hungarian footage. A háború egyik súlypontja hazánk területére helyeződött. Erdélyben is a magyar alföldön viaskodik a magyar honvéd a hatalmas erővel támadó ellenséggel. Az összes fegyverek bevetésével tombol a harc, amelyben a honvéd ősi földjét védi. A változó harcokban nagy tömegű foglyot ejtettünk.